Das sind die Schlagzeilen des Tages, das sind die EM-Quali-Ergebnisse. Und jetzt kommt das Intro. Die deutsche Nationalmannschaft hat mal wieder enttäuscht. Nach dem 2:0 gegen Polen in der EM-Quali gab es gestern nur ein mageres 1:1 gegen Irland. Weitestgehend hat die deutsche Mannschaft überzeugt, aber sie strahlte einfach zu wenig Gefahr aus, was zum Teil daran lag, dass sie zu sehr durch die Mitte gespielt haben. Lediglich Einzelaktionen, wie zum Beispiel der Fernschuss von Erik Durm, der an die Latte prallte, strahlten Gefahr aus. Eine weitere Einzelaktion brachte die Führung der Deutschen. Toni Kroos erzielte in der 71. Minute das 1:0. Aber dafür, dass die Deutschen ein 2:0 oder 3:0 machten, gab es zu selten zu wenig gute Spielzüge der Deutschen. Und vor allem in den letzten 5 Minuten, wo die Deutschen ihre komplette Spielordnung, ihr komplettes Spielsystem hingeworfen haben und wie ein Kreisligist, der in Führung liegt, gespielt haben, also einfach nur nach 5 Sekunden Ballbesitz den Ball nach vorne pöllen, nur um ihn weit genug vom Tor weg zu haben, brachte es für die Iren ein leichteres, immer wieder neue Angriffe zu starten. Und so geschah es dann auch, dass der Ire Hoolan eine Flanke in den Strafraum der Deutschen brachte und John O'Shea, der sein 100. Länderspiel für Irland machte an dem Tag, ein Tick schneller als Hummels an den Ball kam und schon stand es in der 94. Minute 1:1. So schnell kann Fußball gehen und jetzt haben die Deutschen ganz schön Feuer unterm Stuhl und müssen beim nächsten Spiel gegen Gibraltar unbedingt punkten. Nach 3 Spielen haben die Deutschen nur 4 Punkte und stehen auf Platz 4 der Gruppe D bei der EM-Quali. In der Gruppe I gab es am selben Spieltag noch ein Skandalspiel. Das Spiel Serbien gegen Albanien wurde abgebrochen, nachdem eine albanische Nationalistenflagge mit einem Quadrocopter durchs Stadion flog. Als ein serbischer Spieler die Flagge wegräumen wollte, sind ein paar albanischen Spielern die Sicherung durchgebrannt und sie attackierten den Serben. Indes stürmten aber auch serbische Fans auf das Spielfeld und attackierten serbische Nationalspieler und Funktionäre mit Plastikstühlen und anderen Wurfmaterialien. Die FIFA ist gerade daran, den Fall aufzuarbeiten. Vor kurzem gab Schalke-Boss Clemens Tönnies auf Sportbild Online bekannt, dass die Trennung von Jens Keller spätestens im Sommer 2015 real geworden wäre. Nur für mich stellt sich jetzt die Frage, wieso ist Schalke mit Jens Keller in die neue Saison gegangen? Das ist doch für mich, denke ich, eher unlogisch, weil wenn du von einem Trainer nicht überzeugt bist oder wo du sagst, am Ende der Saison soll dieser Trainer gehen, gehe ich doch mit diesem Trainer nicht in die neue Saison und entlasse ihn dann jetzt, was für mich zusätzlich eine Menge Gold kostet. Lieber hätte ich dann Jens Keller am Anfang der Saison entlassen und mir dann einen neuen Trainer geholt, der neue Konzepte, neue Spielideen gebracht hätte und ein neues Team aufgebaut hätte und jetzt ist für Roberto Di Matteo ein halber Chaotenhaufen da auf Schalke, der demotiviert ist, die zu wenig Punkte in der Bundesliga gemacht haben und das wird eine Wahnsinnsarbeit und das frage ich mich von Schalke, was war das für eine Logik, da mit einem Trainer in eine Saison zu starten, mit Jens Keller und wo du gesagt hast, ja, wir verlängern deinen Vertrag am Ende der Saison eh nicht. Das ist, finde ich. Kommen wir zum Eishockey und zu einer weiteren Trainerentlassung. Letzte Woche wurde KIC-Trainer Uwe Krupp entlassen. Dies nach der langen sportlichen Fehlmisere und der Erfolglosigkeit in der DEL. Ich finde, man darf. Vor allem viele Fans haben verärgert reagiert, als Uwe Krupp entlassen worden ist, weil das relativ überraschend kam, auch für mich selber, als Sympathisant des KICs. Und meine Meinung zu dieser Entlassung ist, vielleicht ist sie sportlich gesehen berechtigt, aber man darf noch nicht vergessen, was Uwe Krupp für ein Typ war, was er dem Verein an
Wiedererkennungswert gegeben hat. Er war ja auch der Mann, für meine Meinung, der den deutschen Eishockey repräsentiert, der die letzten Jahre, als er noch Nationaltrainer war, auch Erfolg hatte mit der Nationalmannschaft und dann später zum KIC gegangen ist, um den KIC auch wieder in Erfolgsspur zu bringen. Er ist ja auch zweimal Vizemeister mit dem KIC geworden und hat jetzt die erste schwächere Phase gehabt und ich weiß nicht, man darf dann in so einer Situation dann den Trainer nicht entlassen, weil ich glaube, Uwe Krupp hätte es geschafft, mit dieser Mannschaft, die letzt vor ein paar Monaten noch Vizemeister geworden ist, wieder aus dem Tabellenkeller rauszukommen und wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und der hätte alle Kraft und Erfahrung eingesetzt, die er hatte, um da wieder rauszukommen. Und dann in der Situation den zu entlassen, Uwe Krupp, ist für mich nicht, für meine Meinung her, nicht gerechtfertigt. Und dadurch, dass Niklas Sundblad jetzt neuer Trainer ist bei den Kölner Haien, spitzt das diese Situation ja noch zu. Er war ja damals ehemaliger Co-Trainer von Uwe Krupp, bevor Niklas Sundblad dann zu Ingolstadt gegangen ist. Vor ein paar Monaten hat Niklas Sundblad noch in der Köln Arena, als er die Meisterschaft mit Ingolstadt gefeiert hat, Uwe Krupp die Hand geschüttelt und steht jetzt an seiner Stelle an der Bande beim KIC als Cheftrainer. Das ist so ein bisschen eine besondere Situation. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Entlassung von Uwe Krupp haltet. War es gerechtfertigt oder findet ihr, hätte er bleiben müssen? Eure Meinung unten in die Kommentare. Wie ihr gesehen habt, ist jetzt ab dem neuen Spieltag in der Bundesliga das Freistoßspray eingeführt. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr es gut, also dass die Spieler nicht mehr weiter in der Mauer vorgehen und dass die Freistoßschützen nicht den Ball ein bisschen weiter vorlegen, dass das nicht geschehen kann, damit die Spieler nicht schummeln können? Oder findet ihr das unnötig und das verlangsamt nur das Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal gerne interessieren, was ihr dazu sagt. Bis dann, bleibt dran.